Ja, die Feuerwehr Bahnsdorf wurde hier zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen alarmiert. Auf der B51 sind zwei Pkw frontal kollidiert, wobei die Fahrerin eines Mercedes eingeklemmt wurde und sich nicht selbstständig aus dem Pkw befreien konnte. Ja, die Feuerwehr hat turnusgemäß eine Löschwasserversorgung aufgebaut und hat dann sofort mit den Rettungsmaßnahmen begonnen, mit Schere und Spreizer. Ja, dadurch, dass es ein relativ neues Fahrzeug war, war es am Anfang etwas widerspenstig, aber nach kürzester Zeit konnte die Frau dann aber aus ihrem Pkw befreit werden.